Ich glaube, dass man sehen muss, dass eine Gruppe von Ländern am Anfang nicht begeistert war über diese neue Methode der Zusammenarbeit. Man hätte sich Garantien vorstellen können, aber nicht die Zuschüsse. Und dass wir jetzt zu einem Ergebnis gekommen sind, dass wir etwas mehr Zuschüsse als Garantien haben, das empfinde ich als eine richtige Antwort auf die Herausforderung, vor der wir stehen durch die Pandemie. Und das bedeutet dann auch Kompromissbereitschaft. Und insofern sind wir diese Kompromisse eingegangen. Sie sind verantwortbar. Und sie haben dazu geführt, dass wir insgesamt richtig handeln konnten. Und gerade die Länder, die jetzt vielleicht auch Zugeständnisse bekommen haben, zahlen natürlich auch einen großen Teil dieser Zuschüsse dann in die Regionen, die stärker betroffen sind. Also ein Kompromiss, der natürlich auch durchaus Schmerzen bereitet. Deutschland hat sich entschieden, an diesem Kompromiss nicht voll teilzunehmen, damit wir das ganze Budget nicht sprengen. Das ist unser Beitrag dazu als größte Volkswirtschaft, aber alles in allem sehr verantwortbar. Ich glaube, dass der deutsche Rabatt zu dem Gleichgewicht dazugehört und es bedurfte auch gar keiner Überzeugungen, dass wir jedenfalls bei der Rabatterhöhung nicht dasselbe gefordert haben wie alle anderen. Ich will aber sagen, dass ich sehr froh bin, um eine deutsche Spezialität noch zu nennen, dass wir für die neuen Bundesländer einiges tun konnten. Sie wissen ja, dass ein Rechtsakt beraten wird, den die Kommission vorgeschlagen hat im Rat. Dieser Rechtsakt muss mit Mehrheit verabschiedet werden, mit qualifizierter Mehrheit. Und an diesem Rechtsakt muss jetzt weitergearbeitet werden. Wir haben gesagt, dass wir auch im Europäischen Rat uns mit dieser Frage beschäftigen werden, wenn es dort noch Fragen zu beantworten gibt. Und ich finde, wir müssen jetzt einmal schauen. Wir haben uns hier in unseren Schlussfolgerungen dazu bekannt, dass wir auf der einen Seite die Prinzipien der Finanzen in der Europäischen Union akzeptieren und schützen und auf der anderen Seite auch die Prinzipien des Respekts für den Rule of Law, also für die Einhaltung der Gesetze und der Rechte, der Grundrechte. Darauf nehmen wir auch Bezug, aber ich lehne es jetzt ab, von vornherein gleich ein oder zwei Länder herauszugreifen, die dann unter diesen Rechtsakt fallen, sondern er ist ja ganz allgemein gemacht. Er soll auch der besseren und transparenten Verwendung von Finanzen dienen. Und welche Schritte jetzt genau die ungarische Regierung zu gehen hat, um dieses Artikel 7 Verfahren dahin zu bringen, dass es im Rat dann auch abgestimmt werden kann. Das ist ja die Aufgabe. Das werden wir jetzt im Detail durchgehen. Die Initiative muss natürlich von Ungarn ausgehen. Ungarn möchte das. Das hat der Ministerpräsident Orbán mir gesagt, dass das nicht so eine Hängepartie ist und wir werden Ungarn dabei unterstützen. Aber die entscheidenden Wege müssen von Ungarn natürlich vorgegeben werden. Ich will vielleicht nur hinzufügen, im Augenblick ist global ja der Multilateralismus wirklich unter Druck. Und Europa hat mit 27 Mitgliedstaaten gezeigt, dass es in einem solchen Moment, in dem wir vor einer ungeahnten Herausforderung stehen, und diese Herausforderung hat sich ja noch gar nicht voll entfaltet, was das für unsere Wirtschaften bedeutet, das wird sich ja erst noch zeigen in den nächsten Monaten, dass wir da in der Lage waren zu handeln. Und jeder muss für sich alleine dann auch entscheiden, ob man in einer besonderen Situation besondere Wege geht. Und wir haben uns am 18. Mai dafür entschieden, auch von ganz unterschiedlichen Vorstellungen herkommend, diesen besonderen Weg gemeinsam auch einzuleiten, dann mit sehr viel Unterstützung der Kommission immer zusammengearbeitet. Und das erfüllt mich sozusagen insoweit mit Zufriedenheit, als wir auch andere davon überzeugen konnten, diesen Weg weiterzugehen. Und es gab Fragen, zum Beispiel die der Governance, der Frage, wie wird man nun auch von der Mitgliedstaatenseite verfolgen, wie das Geld ausgegeben wird, dass es gut ausgegeben wird, wo ich am Anfang dachte, na, kann man das überhaupt schaffen? Kann man diese unterschiedlichen Sichtweisen überhaupt überbrücken? Und es ist dann tagelang daran gearbeitet worden, das kann man wirklich sagen, mit großer Intensität und auch viel Kreativität, aber es ist gelungen. Und mit diesem Gelingen können wir, glaube ich, auch ein Stück Hoffnung und Mut schöpfen, dass wir die nächste Wegstrecke, die vor der Europäischen Union liegt, auch gut bewältigen können.
Von meiner Seite aus habe ich mich gefreut, dass wir in unserer Ratspräsidentschaft gleich ein wichtiges Projekt bearbeiten konnten, das ich unseren Ratspräsidenten Charles Michel auch gemeinsam mit Emmanuel Macron unterstützen konnte. Wir haben hier Hand in Hand gearbeitet und das Projekt der Europäischen Union war noch nie ein deutsch-französisches Projekt alleine. Das wird jetzt beschrieben, als wäre das jetzt etwas ganz Besonderes, dass diesmal auch andere Mitgliedstaaten etwas gemacht hätten. Was immer richtig ist, ist, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, dann braucht man sich um die Einigung insgesamt gar nicht zu bemühen. Jedenfalls liegt sie dann in weiter Ferne. Dass andere Mitgliedstaaten, und jeder ist gleichberechtigt, ob er klein oder groß ist, in dieser Europäischen Union eine Rolle spielen, das ist klar. Und dass es bestimmte Gruppen gibt, die die Dinge anders sehen, das ist auch klar. Natürlich hat sich auch die Balance innerhalb der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens noch einmal verändert. Wenn wir uns mal an die finanzielle Vorausschau vor 7 Jahren erinnern, damals spielte sozusagen die Sichtweise von David Cameron eine ganz große Rolle. Großbritannien gibt es heute nicht, damit treten andere Mitgliedstaaten vielleicht mehr in den Vordergrund. Mit dieser Dynamik müssen wir lernen, umzugehen. Aber immer ist es ein Einstimmigkeitsbeschluss und bei dem Deutschland und Frankreich eine wichtige Rolle, aber eben nur eine wichtige Rolle spielen. Ja, also wir haben uns hier jetzt erst einmal geeinigt auf die Plastikabgabe. Das war ja schon im Februar diskutiert. Ansonsten steht bei den Eigenmitteln uns schon noch ein weiterer Weg bevor. Das ist auch zum Teil nicht so ganz einfach, weil bestimmte Steuereinnahmen, zum Beispiel in Deutschland ETS-Einnahmen, schon verbucht sind sozusagen in den nationalen Haushalten. Aber wir haben ja den Anspruch, zum Beispiel eine Digitalsteuer zu entwickeln, hoffentlich auf internationaler Basis. Und hier wird man dann auch verstärkt über Eigenmittel sprechen. Und insofern ist das etwas, was aber noch ausgearbeitet werden muss in den nächsten Jahren. Es wird auf der Tagesordnung bleiben. Ein Einstieg ist geschafft. Und trotzdem bleibt da noch einige Arbeit zu tun. Ich habe lediglich gesagt, dass sich durch den Austritt Großbritanniens ja die Balance unter den 27 Mitgliedstaaten neu finden muss. Wir haben hier die Länder gehabt, die auch aus einer ganz speziellen Tradition zu Hause bei sich kommen. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir diesen neuen Weg beschreiten konnten, dass wir einen Haushalt aufgestellt haben, aber gleichzeitig eben auch einen solchen Aufbaufonds zustande gebracht haben, an dem sich eben gerade auch diese genannten Länder in besonderer Weise beteiligen werden. Und das ist gelungen. Und das war ein weiter Weg für diese Länder. Auch für Deutschland war ja die ganze Sache eines solchen Wiederaufbaufonds, der auch auf einer Verschuldung der Kommission beruht, der dann durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden muss, kein einfacher Weg. Insofern kann ich auch nachvollziehen, dass diejenigen, die sich vielleicht damit noch nicht wochenlang beschäftigt haben, diesen Weg erst einmal nachgehen mussten. Aber ich halte ihn einfach jetzt für den angemessenen Weg. Und das, was zählt, egal wer welche Diskussion jetzt eingebracht hat, in den vergangenen Tagen. Das, was zählt, ist, dass wir fähig sind, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen, das dann auch überzeugen kann, dass die auf uns zukommenden Aufgaben überzeugend erfüllt werden können.